Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Es ist noch ein bisschen dunkel draußen, es ist 10 vor 7. Ich bin heute Morgen unterwegs nach Landstuhl, lade dort in A918, bringe den rüber nach Nofelden und dort lade ich dann direkt an der Baustelle wieder den oder einen 936 Kompakt und der geht wieder zurück nach Landstuhl. Oder ich habe es echt nicht mehr in Erinnerung. Gleich wieder eine Autobahnbrücke kommen. Da unten drunter tausche ich dann die Bagge. Haltung. Ah, das ist doch der richtige Schwachsinn. War jetzt mein Plan, dass ich hier vor die Baustelle fahren lade. Ach Gott, wo drehe ich jetzt? Wo drehe ich jetzt oder kann ich rückwärts rein? Rückwärts rein wird genauso blöd sein, ne? Alter Schwede, das ist so wieder alles. Wo drehe ich jetzt? Vorne am Steinbruch könnte ich drehen. Wahrscheinlich gehen. Komm, fahr du mal vorbei. Man könnte hier vorne drin eventuell drehen. Warte. Oder der LKW gerade rauskommt. Ich glaube, das mache ich. Ist da eine Verkehrsinsel? Ja.
kommt in der... Sorry, ich muss doch schnell rumdrehen. Genauso beschissen wie von der anderen Seite her. Bin ich jetzt über eine halbe Stunde gefahren. Mal gucken, wie es durch die Stadt aussieht, ob es da besser wird. Am Fahrgelände soll ich einen 926 holen, laden. Muss aber erst gucken, da waren so viele Löffel vor Ort. Sollten eigentlich alle in die
Container geladen werden, aber die Container kamen wohl leer an gestern. Da sieht ja alles leer aus. Das ist ja wunderbar. Vermutlich werde ich erst eine Tour Löffel nach Hause fahren. Ich jetzt noch die dritten drum und dann Achtung Einschlag. Nicht nur, dass du den Scheiß zusammen suchen musst. Okay, sieht richtig aus, oder? Da kriegst du doch richtig Laune. Und es ist jetzt nicht erst, weil ich den hergefahren habe. Der sah noch viel, viel schlimmer aus dahin. Bin wieder in Lauden, Pfaffgelände. Lad jetzt noch den Bagger. Geht nach Hause. Dann fahre ich runter an den Tunnel. Der Long Reach, der soll jetzt doch weg. Keine Ahnung. Könnte schon längst gemacht haben, aber gut, egal. Mache ich es halt heute. Bagge erstmal putzen. Kurz überlegt, ob ich zuerst drehen soll, aber hier ist halt diese beschissene Schräge drin. Achso, müsste es auch noch bereichen, oder? Reichen tut es mir schon lange. Gleich voll rein in den Bab. Weiß ich nicht, was noch kommt. Das Tanken muss ich dringend machen. Fast schon auf derselbe. Das mache ich, wenn ich den Bagger zu Hause abgeladen habe. Ja, wie gesagt, dann den Long Reach holen. Mal gucken, wird schon heute Mittag meins oder so, wird schon noch kommen, denke ich.
Schauen wir mal. Geh mal an die Backe. Mach den mal sauber und dann laden wir das Ding. Thank you.
gerade ein bisschen nachlenken. Ja, hab kurz überlegt, ob ich versuchen soll, rückwärts hochzuschieben. Aber ich denke, das wird nichts. Ich denke, das wird nichts. Vorne steht der Bagger, ich weiß nicht, ob man ihn erkennt, ob der im Bild ist, das könnte sein. Ne? Nächste Frage, wird er noch anlaufen? Geht er jetzt auch schon wieder, weiß nicht genau, 2,5 Wochen, 3, keine Ahnung. Echt überlegen, aber ich glaube ich. Aber ich fahre einmal durch den Ort, ich drehe. Ich denke, das wäre eh nicht gegangen.
leer. Mache ich hier noch Städtebacke. Jetzt lade ich hier den 914 mit Böschungslöffel. So einem hier. Dicke Finger. Sortiergreifer. Mal gucken, was ich für einen nehme. Ist hier eine große da. Und ein Sieblöffel. Muss ich auch gucken, wo die alle stehen. Dachte, die stehen hier, aber scheinbar stehen die nicht hier. Gucken wir mal. Das suche ich jetzt zusammen und dann lade ich das auf. Da geht raus nach Worms. Nach Abenheim in diesen Feldweg rein. Schauen wir mal. Ich lege mal los. Gleich. Ich stand gerade von der Autobahn. Löffel habe ich jetzt nicht, haben jetzt keine daheim gehabt. Habe jetzt nur einen Sortiergreifer und den Räumlöffel. So. Die Funke anmachen. Ich weiß nicht, ob da in dem Sandwerk da irgendwas los ist heute. Ach Gott, wir fahren da vorne. Hallo. Vorne fahren die mittlerweile. Jetzt bin ich mir gerade nicht sicher. Ich habe gesagt, bekomme ich hin ans Wasserwerk, ne? Ja. Der Bagger soll doch hinten raus, wo wir angefangen haben, oder? Weißt du das zufällig? Ja, da hinten soll der eh, der muss Mutterboote sieben und Wachsel rausholen und was für dich. Alles klar, vielen Dank. Alter, ich bin richtig gut. War mal viel wert, das zu wissen. Viele LKW-Spuren hier. Wieder vorne an der nächsten Kreuzung, die da kommt. Rückwärts hoch und lasse ich vorwärts den Weg reinkommen.
fahren, das Boot. Beziehungsweise raus. Na, Tor ist noch offen. Da kommt was. Längste und hast die Pumpe gar nicht an. Ne? Und der Rückwärtsgang wäre natürlich. Ja, komm. Der fährt gerade voll der Gehege. Voll durch die Wiese. Ist unser Traktor darum gezackert, hä? Das kann doch nicht wahr sein. Nach Hause kommen, scheinbar gar nicht Feierabend machen. Viertel vor drei. Gute Stunde fahre ich jetzt noch. Was soll ich sagen? Danke mich fürs Zusehen. Ja, ich hoffe, hattet ein bisschen gute Unterhaltung die letzte Stunde. Nächste Woche, weiß ich was, geht's los in Saarbrücken. Da kommen mindestens zwei große Bagger hin. Also große heißt 938, 946. In irgendeinem Edeka-Markt weggerissen, muss ein großer Markt sein. Das weiß ich. Mehr weiß ich noch nicht. Ich weiß, dass wir eine Genehmigung beantragt haben, den 956 zu fahren. Der soll wohl auf die Airbase nach Ramstein. Weiß ich nicht, wann das stattfinden wird. Schauen wir mal. Auf jeden Fall für mich jetzt Schluss. Bis zur nächsten Folge. Gesund, habt Spaß, haut rein. Macht nichts, was ich nicht auch machen würde. Ich mach fast alles. Also, bis dann, ciao.